Willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time. Beim letzten Part waren wir hier stehen geblieben, um uns hier an den dicken Schwein vorbeizuschleichen. So, erstmal looken. Na okay, der nächste, der war erst um die Ecke hier. Wuhu! So, erstmal schön baden. Ja, ja, Pflege ist das halbe Leben. Okay, der sieht uns gerade nicht, also vorbei. Wuhu! Okay, jetzt kommt die fette Keule. Nicht getroffen. Auch daneben. Das war auch nichts. So, ich habe jetzt aber keinen Bock, den abzuschießen. Ich lasse den jetzt einfach mal links liegen. Und da wären wir. Die heilige Lichtung. Aber... wo ist Zalia? Ein leerer Baumstumpf, wo einst Zalia gesessen hat. Ja, diese Szene, die hat jetzt wirklich was an sich. Arme Zalia. Schick! Was machst du denn jetzt schon wieder hier? Wo bist du überhaupt hergekommen? Aus dem Himmel? Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Ja, diese Sätze sollte man wirklich ein bisschen verinnerlichen. Da ist nämlich wirklich was dran, wenn ihr mich fragt. Mit dem Minuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Wir sind doch noch nicht mal drin. Schöne Melodie. Ah. Ja? Ja, ich muss die immer so ein bisschen nachspielen. Ich musste dazu jetzt einfach mitpfeifen, Leute. Tut mir leid. Du hast das Minuett des Waldes erlernt. Spricht man das überhaupt so aus, Minuett? Spyro, wir werden uns wiedersehen. Ja, und du löst dich wieder in Rauch auf. Und tschüss! Voll auf Kakashi-Art mit Blendgranate. Nee. Der macht das ja wieder ganz anders. Ach, egal. Auf zum Waldtempel. So, und wer, du Scheißteil, zielst jetzt nicht richtig. Na? Ah, doch getroffen. Gut, solange es dabei bleibt. Da wären wir im Waldtempel. So, aber bevor ich da reingehe, werde ich mir hier oben noch zwei Dinge holen. Nämlich eine Skulptur und einen kleinen Schlüssel. Ach ja, Leute, falls ihr es am Sound merkt, ich habe noch mal ein bisschen, ja, noch mal ein bisschen an meinem Headset-Einstellungen rumgefummelt. Denn ich habe ja noch eine kleine Funktion mit drin mit extra Verstärkung und so weiter. Vorher hatte ich 20 dB noch Verstärkung gehabt, jetzt habe ich wieder 30, also mehr als das geht nicht. Also wenn das den Sound verschlechtern sollte oder so, sagt mir das. Denn ich kann es ja nicht hören, während ich aufnehme. Du hast deine goldene Skulptur zerstört. Ja, toll. Kannst du ein bisschen schneller labern? Das würde mir ein bisschen mehr helfen. Boah. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Jetzt benutze ich mal das Steuerkreuz statt den Joystick. Boah. Denn das ist hier immer noch ein Balanceakt. Ja, Leute, und danke an euch, dass ihr versucht habt, mir zu helfen mit dem Joystick, dass ich den besser einstellen kann. Aber ich muss euch leider sagen, das hat nicht viel gebracht. Ich weiß nicht, woran es liegt, wie ich das machen soll oder so. Also, nichts hat geholfen. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Und dass es an der Firma liegen soll oder so, ich kann es mir nicht vorstellen. Oder dass der Joystick nicht darauf ausgelegt ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe absolut keinen Plan, Leute. Wuhu! So, erstmal runter hier und... boah, nichts gebrochen. Boah, lass mich in Ruhe, Hund. Das ist ein braves Hündchen. Wow, die Spinne, du machst uns keine Angst. Au! Aber du kannst uns wehtun. Autsch! Ja, was zum... was soll denn das?
So. Davor wurdest du aufgeschlitzt. Mann. Und keine Herzchen dafür. Oh, wie fies. Sonst habe ich bis jetzt hier immer von der Spinne noch ein Herzchen gekriegt. Naja. Was passiert denn jetzt? Oh, weia. Vier Geister, die das Feuer rauben. Die sogenannten Schlüssel. Toll. Und die verduften damit jetzt einfach. Ja, klasse. Ohne dieses Feuer geht nämlich dieser Fahrstuhl hier zum Endgegner gar nicht rauf, sodass wir runterfahren können. Ah, jetzt dürfen wir diese Ollengeister nämlich erstmal suchen und besiegen. Okay, der mit der lilanen Flamme, auf den treffen wir automatisch, wenn wir die anderen drei vernichtet haben. Aber okay. So, ich werde mich jetzt erstmal hier drumherum die ganzen Schlüssel einsammeln, die es zu holen gibt. Jetzt mal gucken. Musste ich hier zuerst rein oder erst da oben? Ja, ich weiß das nämlich gar nicht mehr so genau. Ne, die Tür ist zu. Also nehme ich mal an, dass ich hier hoch muss. So, die Skulptur natürlich auch nicht vergessen. Daneben? Was soll denn das? Ne, falsch. Falsch. Ach, ich sehe das jetzt an, Mann. Fummel ich nicht lang drum rum. So. Wo links sich seine ganzen Items hinschiebt, ey, das ist Wahnsinn. Nee, stimmt ja, geht ja so gar nicht. So, zack. Und nochmal. So, so schnell kann's gehen. Oh nee, ich glaube, hier waren ja die Skelette drin. Ach du Scheiße. Das wird ein Tanz. Na? So. Ah, wieso kann er denn nicht gleichzeitig... Ah, das ist nervig, ey. Ich kann nicht gleichzeitig schlagen, während ich den Schild halte. Das ist ja doof. Im normalen Spiel würde das gehen. Das ist ja doof. Sonst könnte ich ihn nämlich viel besser treffen, während der schon schlägt. Nee, jetzt muss ich extra die Taste noch loslassen. Was für ein Scheiß. Oder so. Zack. Voll in der Luft erwischt. Ja, ja, Sprungattacken sind eben nicht so gut. Da haben wir ja unsere Minikiste. Ah, diese Steuerung macht mich kirre. Ich kann es nicht mal ändern. So, noch ein kleiner Schlüssel. Waren das hier alle? Hm, ich weiß es gar nicht. Ach, wir haben genug Feen, ey. Da brauche ich nicht nur extra eine holen. Naja, muss nicht sein. Zwei genügen vollkommen. Aua, jetzt hat mich das Vieh doch erwischt. So eine Scheiße. Naja, ist blaues Feuer. Davon wird nichts wirklich was verbrannt. So, mal looken. Dann als nächstes die Tür da vorne. Also ich bin mir zumindest sicher, dass ich hier weiter muss. Wenn nicht, dann mache ich erstmal unten den Weg frei, wo da die ganz dicke Kiste wieder rumsteht. Und zack. Ah, aber die gibt Herzchen. Das ist gut. Na, okay. Gehe ich hier doch erstmal lang. Obwohl, nee, ich glaube, ich gehe erstmal zurück. Und werde mich erstmal um die dicke Kiste kümmern. So, du lebst nicht lang. Na, noch ungefähr 6 Minuten haben wir. Hm. Ne, da ist ein Gitter vor, da steht die Kiste. Ne, Quatsch. Ne, Quatsch. Mann, was mache ich denn für Mist? So, jetzt stimmt es.
schöne Melodie. So, Kiste weg, Tür rein. Okay, wo muss ich hier jetzt lang? Da geht's nicht weiter. Aua! Scheiß Pflanze. So, ihr werdet jetzt erstmal schnell... Na, erwische ich die da oben auch noch? Nee, die ist zu weit weg. Naja, muss ich eben klettern. Dran vorbeiklettern, meine ich. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Nerv mich nicht, du alle Spinne. Ja, das klappt doch ganz gut so. So, jetzt kann die uns nicht mehr sehen. Und weitergehen. Schon wieder eingesperrt. Ach, wann werfe ich denn eine Bombe, ich Depp? Das war leider der falsche Knopf gewesen. Ja, ich muss mich immer noch hier ein bisschen zurechtfinden mit der Steuerung. Mann! Warum habe ich mir überhaupt einen Joystick gekauft, der aussieht wie ein PlayStation-Controller? Da kommt man immer ein bisschen leicht durcheinander. Naja, was war denn jetzt hier drin? Karte oder Kompass? Die Karte war drin. Okay. Och, nö. Ach, was mache ich denn? Ich bin hier doch schon richtig. So, die Spinne lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Hä? Stehe ich zu nah... Stehe ich nicht nah genug dran, oder wie? Was, Mann? Diese Scheißsteuerung. Okay, so geht's nicht. Bisschen runter. Na? Er reagiert das jetzt nicht richtig, oder was? Gibt's doch nicht. Weh, ich verplemper hier jetzt wieder zig Minuten, nur damit ich ihn... Boah, nee. Er reagiert wirklich fast gar nicht richtig. Das glaube ich doch jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Nee. So, geht doch. Okay, müsste ich mich nur ab und zu ein bisschen anders hinstellen. Ah, ich fass es nicht. Das kann ja beim Phantom Ganon ja richtig mies werden, wenn das so läuft. Scheiß Pflanze. Mann. So, jetzt erstmal schön runter hier. Ja, runter. Ich könnte mich jetzt auch einfach fallen lassen, damit es schneller geht. Nee, aber ich möchte Link nicht die Beine brechen. Wir haben so schon wieder so wenig Herzen. So, erstmal schon die Richtung wechseln. So, ein bisschen Energy. Tut gut, tut gut. So, und noch ein kleiner Schlüssel. Das ist Wahnsinn, wo man hier mit den kleinen Schlüsseln überall hin muss. Mann, Mann, Mann. Im Wassertempel ist es ja noch viel, viel schlimmer. Ich habe ehrlich schon Schiss vom Master Quest, echt. Aber das kommt ja erst nach Majora's Mask. Und bis dahin dauert's noch. Au, was mache ich denn? Renne ich direkt in den Feind rein? Ich Idiot. So, raus hier und wieder rein ins andere Gestüpp. Ne, Moment. Wo war denn das jetzt? Moment. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, rauf da. Hier war das. Ja, ich bin richtig. Noch. So. Sagt tschüss. Moment, hier gibt Herzchen. Herzchen. So, ich glaube, ich gehe jetzt noch ein bisschen hoch. Und dann werde ich den Part beenden, denn so viel passt hier gar nicht mehr rein. Meine Uhr zeigt zwar noch eine Minute an, aber okay. Ich will nicht überziehen.
Boah, Navi, jetzt komm doch bitte nicht mit deinem Tipp an. So, Leute. Ab hier beende ich den Part und wir sagen dann, schau, bis zum nächsten Mal beim Kistenschieben. Tschüss.